Hallo und herzlich willkommen zu diesem Lernvideo. Ich möchte mit dir gemeinsam folgende Ziele erreichen. Ich möchte dir zeigen, wie man gleiche Pfade im Baumdiagramm zusammenfassen kann. Das erspart uns wesentlich mehr Schreibarbeit, außerdem behalten wir dadurch einen besseren Überblick. Allerdings müssen wir dann die Pfade mit den Wahrscheinlichkeiten beschriften. Insbesondere werden wir darauf achten, dass die Summe der Wahrscheinlichkeiten aller Äste von einem Punkt ausgehend immer 1 ergeben muss. Ich möchte außerdem die Verbindung zwischen der Laplace-Wahrscheinlichkeit und der relativen Häufigkeit herstellen. Dazu brauchen wir auch ein bisschen Vorwissen. Du solltest dich in den Baumdiagrammen mittlerweile gut zurechtfinden. Insbesondere solltest du Pfade und Äste als Abläufe eines Zufallsexperiments verstehen. Wir brauchen auch die Laplace-Wahrscheinlichkeit. Sie ist definiert als die günstigen durch die möglichen. Und um die Verbindung zur relativen Häufigkeit herstellen zu können, müssen wir natürlich wissen, was die relative Häufigkeit ist. Zur Erinnerung, ich hatte dazu im Eingangsvideo ein Beispiel, nämlich die Mathematikschularbeit in einer Klasse. Unter 20 Lernenden gab es 4 sehr gut auf die Mathematikschularbeit. Die relative Häufigkeit berechnet sich dadurch, indem wir 4 dividiert durch 20 rechnen. Das hört sich doch fast nach Laplace an, oder? Um die vorherigen Ziele zu erreichen, möchte ich mit einem Beispiel beginnen. Du kennst dieses Beispiel mittlerweile schon von den vorherigen Videos. Zur Erinnerung, in einer Urne befinden sich eine graue Kugel und 3 weiße Kugeln, die durchnummeriert sind. Du ziehst blind 2-mal hintereinander eine Kugel, die gezogenen Kugeln legst du dabei nicht zurück. Also das Ziehen ohne Zurücklegen. Wir haben dazu auch das Baumdiagramm bereits gezeichnet. Ich habe das Baumdiagramm hier nochmals eingefügt. Die Aufgabe nun ist es, bei zukünftigen Aufgaben fassen wir jede Verzweigung, alle gleichartigen Pfeile zusammen. Wir interessieren uns ja tatsächlich nur für die Farbe der gezogenen Kugel und nicht ihre Nummer. Zur Erinnerung, die Kugeln sind nummeriert. Schauen wir uns nun an, wie wir von dem linken Baumdiagramm zum rechten Baumdiagramm gelangen. Welche Schritte sind dafür notwendig? Ich möchte das mit dir langsam Schritt für Schritt durchgehen. Schauen wir uns dazu die erste Ziehung an. In der ersten Ziehung habe ich die Möglichkeit, entweder eine graue oder eine weiße Kugel zu ziehen. Das ist jetzt rein auf die Farben bezogen. Wenn wir die Nummerierung beachten, dann habe ich die Möglichkeit, eine Kugel mit der Nummer 1, die Kugel mit der Nummer 2, die Kugel mit der Nummer 3 oder die Kugel mit der Nummer 4 zu ziehen. Allerdings, die Kugel Nummer 2, Kugel Nummer 3 und Kugel Nummer 4 sind alle 3 weiß. Somit liefern sie mir, wenn ich rein auf die Farbe schaue, das gleiche Ergebnis. Somit kann ich diese 3 Pfade im neuen Baumdiagramm als einen Pfad einzeichnen. Ich unterscheide nur mehr zwischen grauer Kugel und weißer Kugel. Schauen wir uns nun die zweite Ziehung an. Wenn in der ersten Ziehung die graue Kugel gezogen worden ist, dann bleiben nur mehr weiße Kugeln in der Urne übrig. Das haben wir bereits festgestellt. Das findet sich auch im rechten Baumdiagramm wieder. Nach der grauen Kugel folgt nur ein Pfeil mit einer weißen Kugel. Es gibt keine andere Möglichkeit. Ich muss eine weiße Kugel als nächstes ziehen. Interessant ist es nun, wenn wir uns zum Beispiel anschauen im linken Baumdiagramm, was folgt nach der zweiten Kugel. Also welche Möglichkeiten bestehen, wenn ich in der ersten Ziehung die Kugel mit der Nummer 2 gezogen habe. Dann habe ich die Möglichkeit, die Kugel Nummer 1 oder die Kugel Nummer 3 oder die Kugel Nummer 4. Wenn ich jetzt wieder rein auf die Farbe schaue, dann habe ich die Möglichkeit, entweder eine graue oder eine weiße Kugel zu ziehen. Und genau das finden wir im rechten Baumdiagramm. Nämlich entweder eine graue Kugel oder eine weiße Kugel. Ich fasse somit die beiden im linken Baumdiagramm mit grün markierten Pfade zusammen zu einem. Das gleiche gilt übrigens für die beiden anderen Äste. Hier habe ich ebenfalls eine graue und 2 weiße, wobei ich die 2 weißen zusammenfassen kann zu einem Ast. Jetzt schauen wir uns weiter, was die Aufgabe ist.
Nämlich jeder Verzweigung im Baumdiagramm entspricht ein Laplace-Experiment. Beschrifte jeden Pfeil rechts mit der entsprechenden Wahrscheinlichkeit. Und um diese Wahrscheinlichkeit herausfinden zu können, gehe ich zurück auf den Begriff von Laplace, nämlich günstige durch mögliche. Oder wir können auch eine andere Variante wählen, indem wir die relative Häufigkeit als Wahrscheinlichkeit heranziehen. Und da sehen wir, es läuft aufs Gleiche hinaus. Nämlich die relative Häufigkeit in der ersten Ziehung für eine graue Kugel ist ein Viertel. Ebenso die Laplace-Wahrscheinlichkeit. Eine ist günstig, vier sind möglich. Für Weiß sind es drei Viertel. Drei günstige, vier mögliche oder die relative Häufigkeit drei Viertel. Nach der grauen folgt eine weiße mit einer Wahrscheinlichkeit von drei Drittel, da die relative Häufigkeit drei Drittel ist. Nach einer weißen habe ich die Möglichkeit, entweder eine graue oder eine weiße Kugel zu ziehen. Wobei die Wahrscheinlichkeit für eine graue Kugel ist hierfür ein Drittel, da eine von drei Kugeln weiß ist, grau ist und zwei von drei Kugeln sind weiß, somit Wahrscheinlichkeit zwei Drittel. So, in Zukunft werden wir die Baumdiagramme immer so zeichnen, dass wir gleichartige Pfeile bzw. gleichartige Äste zusammenfassen und mit der entsprechenden Wahrscheinlichkeit beschriften. Das erspart uns jede Menge an Schreibarbeit. Bevor wir uns nun das weitere Beispiel anschauen, möchte ich noch eine Denkaufgabe für dich stellen. Und zwar, schaue dir die einzelnen Teile des Baumdiagramms an. Achte auf die Wahrscheinlichkeiten. Was kannst du erkennen? Ich gebe dir noch einen Tipp, beziehungsweise zeichne dir noch etwas ein. Schau dir alle Äste von einem Punkt ausgehend an. Das entspricht diesem Teil, diesem Teil oder diesem Teil. Achte dabei auf die Wahrscheinlichkeiten. Schau sie dir genau an, halte das Video an und wenn du deine Überlegungen getätigt hast, kannst du das Video fortsetzen. So, ich hoffe, du hast nun genug überlegt und wir können gemeinsam eine wichtige Erkenntnis feststellen. Nämlich zählt man nun die Wahrscheinlichkeiten aller Äste von einem Punkt ausgehend zusammen. Das wäre in diesem Fall ein Viertel plus drei Viertel. So erhalten wir vier Viertel. Und das wäre 1. Das gleiche gilt übrigens auch für den herunteren Teil, nämlich drei Drittel. Da sind es bereits 1. Wenn wir uns den rechten unteren Teil noch anschauen, hier haben wir ein Drittel plus zwei Drittel. Das ergibt drei Drittel und das entspricht wieder 1. Und das ist eine wichtige Erkenntnis, die wir für die zukünftigen Baumdiagramme mitnehmen. Nämlich die Summe der Wahrscheinlichkeiten aller Äste von einem Punkt ausgehend ist immer 1. Das kann uns dabei helfen, dass wir fehlende Wahrscheinlichkeiten eventuell auch beschriften können. So, nun kommen wir tatsächlich zu einem Rechenbeispiel bzw. einem Übungsbeispiel für dich. Nämlich, du kennst dieses Beispiel mittlerweile schon. Und zwar handelt es sich um dieses Kartendeck. Und deine Aufgabenstellung dazu ist, vereinfache das obige Baumdiagramm, beschrifte die Wahrscheinlichkeiten und jetzt kommt das Interessante, vernachlässige dabei den Buchstaben. Achte nur auf die Farbe. Wichtig, jede Karte hat eine Farbe. Die Karte mit dem T ist rot, die Karte mit dem E ist schwarz, die Karte mit dem A ist schwarz und die Karte mit dem M ist rot. Versuche nun das Baumdiagramm anhand der wichtigen Fakten, nämlich anhand der Farbe, neu zu zeichnen und zu vereinfachen. Wichtig, beschrifte auch die Wahrscheinlichkeiten. Halte das Video für deine Lösung an und wenn du fertig bist, kannst du es fortsetzen. So, ich hoffe, du bist nun mit deiner Lösung fertig und wir können gemeinsam vergleichen. Ich habe die Lösung bereits fertig gezeichnet in der Zwischenzeit. Meine Überlegung dahinter war, dass ich die Karten als Kugeln auffasse, die in einer Urne sind. Wobei die rote T-Karte entspricht einer roten Kugel
Ebenfalls die rote M-Karte entspricht einer roten Kugel. Die E-Karte und die A-Karte entsprechen jeweils einer schwarzen Kugel. Dadurch ergibt sich das Baumdiagramm. Entweder eine schwarze oder eine rote Kugel zu ziehen in der ersten Ziehung. Das würde dann entsprechen einer roten oder einer schwarzen Karte. Für die zweite Ziehung habe ich dann wieder die Möglichkeit, eine rote oder eine schwarze Kugel zu ziehen. Die Wahrscheinlichkeiten gehen dabei auf die relative Häufigkeit zurück. Da, wenn in der ersten Ziehung eine rote Karte gezogen worden ist, eine rote Karte fehlt, da ich sie nicht zurückgebe, ist die Wahrscheinlichkeit für eine erneute rote Karte ein Drittel. Im Vergleich dazu für eine schwarze zwei Drittel. Das gleiche gilt übrigens auch für die andere Seite des Baumdiagramms. Hier fehlt eine schwarze Karte, dadurch ist die Wahrscheinlichkeit für eine schwarze Karte ein Drittel, die Wahrscheinlichkeit für eine rote zwei Drittel. Ich hoffe, du bist nun mit dem Vergleichen der Lösung fertig und wir können gemeinsam die Lernergebnisse für heute sammeln. Was haben wir heute gelernt? Wir haben festgestellt, dass wir gleiche Pfade zusammenfassen können im Baumdiagramm. Das erspart uns einiges an Zeichenarbeit. Allerdings müssen wir dann die Pfade mit der Wahrscheinlichkeit beschriften. Die Wahrscheinlichkeit dafür geht zurück auf Laplace oder wir verwenden die relative Häufigkeit. Und das ist auch die Verbindung zwischen der Laplace-Wahrscheinlichkeit und der relativen Häufigkeit im Baumdiagramm. Nämlich die einzelnen Äste können als relative Häufigkeit bzw. als Laplace-Wahrscheinlichkeit aufgefasst werden. Ich wünsche dir viel Spaß im weiteren Lernzyklus und gutes Gelingen.